Ja, hallo zu einer neuen Folge Steps World, Dioramabau, Military, Truppeneinzug der US-Truppen nach Kreuztal. Ihr seht, die Böschung ist ja soweit begrünt. Ich habe schon mal ein paar Bäumchen gesetzt. Wie gesagt, die sind nicht so stark begrünt, weil das im April ist. Ja, Schotter habe ich wieder bekommen und fange da auch gerade an, wieder auch die Gleise und die Umgebung etwas mehr auszuschottern. Und ja, Verkehr oder Straßenführung, dann hört es natürlich irgendwann auf bei dem Diorama und rechts dieser kleine Feldweg, der dann noch weggeht. Auf der gegenüberliegenden Seite der Böschung habe ich angefangen, die Straße zu setzen. Die werde ich gleich noch mit Gips grob bestreichen, sodass die Oberfläche relativ rau ist. Das habe ich ja auch bei der Brücke schon so gemacht. Ich glaube nicht, dass die Straße früher so super toll war. Deshalb wird sie bei mir relativ grob. Das zeige ich euch aber gleich im Video. Ja, hier kann man das jetzt recht gut sehen. Ich nehme schon relativ trockenen Gips, relativ fest. Der wird aufgetragen, dann ja grob geglättet. Es soll nicht zu glatt sein. Wenn irgendwo hinterher was hochsteht, das schmiergle ich weg. Aber so kleine Löcher, Risse und Ähnliches sollen schon drin bleiben. Ist mir das nicht genug, werde ich dann noch mit einer Drahtbürste nachhelfen, dass die Oberfläche noch rauer und unkontrollierter wird. Nachdem der Gips getrocknet ist, meine Fahrbahn soweit fertig ist, setze ich die Bürgersteige. Das mache ich aus 1 mm Balsaholz. Da schneide ich mir Streifen zurecht und die klebe ich mit Weißleim fest. Ja, sind die Bürgersteige fest und verklebt, dann wird die Oberfläche gestrichen in einem Grauton. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen, was für einen Farbton er da gerne hätte. Bei mir ist das auch, muss ich ehrlich gestehen, immer ein ganz klein wenig unterschiedlich. Ich wiege das zwar ab, aber so 1000% gleich bekomme ich das auch nicht hin. Dann wird es bei mir nicht gestrichen, sondern ich tupfe die Farbe auf, sonst kriegen wir so eine Wischoberfläche und die möchte ich eigentlich nicht haben. Also alles wird nur aufgetupft. Nachdem die Straßenoberfläche fertig ist, ich habe es dann noch mit tiefem Schwarz ganz, ganz dünn lasiert. Also ein, zwei Tropfen schwarze Dispersionsfarbe in reichlich Wasser und dann mit dem Schwämmchen getupft. Dadurch wird es dreckig und bleibt auch in den Rissen und Löchern dieser dunkle Effekt besser hängen. Dann habe ich die Böschung mit etwas Pappe auskleidet, verklebt. Das wird jetzt mit dünnen Gips bestrichen, so dass ich eine Form bekomme für meine Böschung. Und nachdem ich das mit Gips bestrichen habe, der Gips aber noch feucht ist, glätte ich das ein wenig mit einem Pinsel und Wasser, denn es sollen ja keine Felsen oder so sein, es ist ja einfach nur eine Grasböschung und da möchte ich eigentlich eine relativ glatte Oberfläche haben. Ja, nachdem die Böschung soweit fertig ist, bekommt mein Bürgersteig ein wenig Struktur. Dafür gebe ich auf den gestrichenen Bürgersteig etwas Weißleim, verteile den mit dem Pinsel glatt und dann streue ich Quarzsand, feinen Quarzsand darüber. In meinem Fall ist es Vogelsand. Ihr könnt den Vogelsand auch durchsieben, denn da sind ja manchmal so ganz feine Steinchen noch drin. Ich lasse die aber drin, das gibt immer noch so einen lockeren Effekt, das ist meine Meinung. So, nachdem der Quarzsand getrocknet ist, natürlich etwas
abstauben, abpusten, also das Überflüssige wegnehmen. Und dann, ihr seht es, mit meiner schwarzen Brühe, also wirklich nur ganz, ganz, ganz viel verdünntes schwarzes Wasser im Prinzip nehmen, einfach drauf tupfen, das verläuft auch relativ gut noch, und die Oberfläche damit behandeln. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von diesem kleinen Update. Ihr seht, die Böschung habe ich begrünt. Das kennt ihr ja schon, wie ich das mache. Den Zaun, den defekten Zaun, und der ist in echt auch defekt, den habe ich einfach aus 1 mm Balsaholz geschnitten und mit Holzbeize habe ich das Holz gestrichen, verklebt, kaputt gemacht und auch einzelne Stücke wieder auf der Böschung verteilt von den Hölzern. Ihr seht, da ist auch noch manchmal etwas weiß, es ist noch relativ frisch. Das seht ihr, mein Balsaholz, das ist ideal, finde ich, um irgendwelche Kleinigkeiten da zu basteln. Das Ganze noch mit ein paar Büschen verziert. Ist noch nicht 100% fertig. Ihr seht, da muss unten auch noch geschottert werden. Aber so sieht diese Böschung dann hinterher aus, in etwa. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüssi.